Hallo, wir sind Carla und Anchi und segeln mit unserer Fortuna an der Bavaria 40 knapp 4 Wochen von 21. September 23 bis 14.10. 23 in die Kykladen. Für mich erfüllte sich ein Riesentraum, mal auf eigenem Kiel durch die Caldera von Santorini zu segeln. Viel Spaß beim Zuschauen und danke fürs Mitsegeln! Aus Aliki raus, jetzt ist 10 oder so. Hier raus hat es 18 Knoten. Das ist jetzt zwischen Paros und Antiparos. Dieser kleine Zwischenraum. Das heißt, man kann oben nur schwierig durch. Wir probieren das jetzt mal unten rum und dann ist auch keine Option, wenn es nicht sein muss. Hier sind keine Wellen, das ist gut. Nach 2 Stunden und 5 Wenden bei 17 Knoten bis 23 Knoten Wind fiel der Anker in der Bucht vor Peroika auf Paros. Wir schlenderten durch die Stadt, besuchten die Kirche und aßen in der einzigen, aber hässlichen Taverne an der Hafenpromenade. Einzig das Einkaufen war sehr billig, sonst hat es uns nicht wirklich gut gefallen. Freitag, 6. Oktober. Wir legen ab aus Paros, Periklia oder so ähnlich. Wir haben nicht an dieser Kaimor gestanden, weil es schien uns bei Nordwind total unsinnig dort zu sein. Wir sind wahnsinnig gerollt. Gegessen haben wir hier bei diesem Restaurant. Man sitzt scheiße direkt an der Straße. Das war aber das einzige Restaurant hier an der Straße. Also die Hafenmeile hat uns überhaupt nicht gefallen. Hinten dahinter. Naja, die Kirche ist tatsächlich schön innen. Das ist so eine alte byzantinische Steinkirche. Die ist tatsächlich schön, aber alles andere drumherum hat uns nicht begeistert. Hier wären wohl schon Restaurants gewesen an dem Strand. Aber da sind wir dann nicht hingekommen. Ja, es war okay. Mei, wir haben jetzt halt einfach schon viele schönere Häfen gesehen als den, und dann ist man vielleicht einfach verwöhnt. Der heutige Tag ist ein schönes Beispiel für die ständige Planänderung beim Segeln. Um 8 Uhr zielen wir noch Serifos an. Um 10 Uhr werden die Wellen so hoch, dass wir abfallen müssen auf die Südspitze von Sifnos. Um 11 Uhr nervt es mich so, dass wir einen Tag verlieren, und ich ziele wenigstens auf die Nordspitze von Sifnos. Dabei kommt uns dann eine Welle ins Cockpit. Wir fallen wieder ab. 11.30 Uhr dreht der Wind. Ich ziele wieder die Nordspitze von Sifnos an. 12.30 Uhr werden die Wellen kleiner und wir segeln hart am Wind mit 25 Knoten wieder Richtung Serifos. Uns ist gerade so eine Welle ins Boot eingestiegen. Ich habe nicht gescheit gesteuert. Und hier ist alles nass geworden. Meine Polster sogar. Ärgerlich.
dass ich rausfall. Das seitlich Anlegen klappt bei 25 Knoten Seitenwind leider auch erst beim 5. Mal. Aber wir liegen, Halleluja! Wir ergatterten sogar einen der 3 Premiumplätze am Nordkai innen längs. Okay, wir sind gerade ganz oben in Serifos, das ist die Kora. Sturm da draußen. Sogar im Hafen hat es über 30 Knoten Wind. In die Kora kann man gemütlich mit dem Bus hochfahren oder über einen schönen Treppenweg. Am 6. Oktober war allerdings nichts mehr los. Gott sei Dank stehen wir am Nordkai als eine von den 3, die innen längs festgemacht haben. Ich möchte weder ein Ankerlieger, noch ein Bojenlieger, noch ein Sonstwo-Lieger sein. Wir hatten Riesenglück. Wir verlassen Serifos. Hier haben wir jetzt super gelegen. 2 Tage. Unsere Nachbarn segeln hier raus. 8.29 Uhr, wir waren die Letzten, ist uns auch noch nie passiert. Mit 15 Knoten am Wind kreuzten wir hoch nach Kytnos. Erst wollten wir nach Lutra, dann war aber plötzlich der Wind weg und da motorten wir dann lieber auf der wellengeschützten Seite in die Schmetterlingsbucht nach Fiskada mit 12 Wänden. Wie hat dir Serifos gefallen? War sehr sicher, obwohl der Wind gepfiffen hat. Alles bestens. Schöne Kuba. Ja. Geisterstadt. Allerdings tot. Jetzt war nichts mehr los. Ein Laden gab es, der hat ungefähr alles gehabt. Das war sehr erstaunlich. Da hätten wir sogar eine Barbie-Puppe kaufen können. Wollten wir aber nicht. Wir sind angekommen auf Kytnos in dieser schönen Schmetterlingsbucht. Da sind wir mit dem Strand und auf der anderen Seite nochmal eine Ankerbucht. Kalle ist schon wieder im Wasser und hat den Anker abgetaucht. Weil es so schön war, blieben wir eine zweite Nacht. Am zweiten Abend spazierten wir dann zu der kleinen Kirche hoch. Der Wind pfiff eiskalt, aber der Sonnenuntergang war wirklich wieder grandios. Uns geht's einfach so gut. Heute ist der 10. Oktober. Wir legen ab. Wir waren jetzt 2 Tage hier. Wir waren da oben an der Kirche. Carlo war gerade noch baden. Es ist 8:30. Wir waren jetzt 2 Tage hier. Gestern auch mit ordentlich Wind. Aber der Anker hat gut gehalten mit 40 Meter Kette. Hier waren jetzt heute Nacht 9 Boote drin. In der Nacht davor 22. Also hier ist schon immer gut was los. Aber es ist auch wirklich, wirklich schön. Abends ist dieses Restaurant richtig schön beleuchtet. Und da in der Mitte ist dieser Sandstrand. Oben die Kirche mit tollem Sonnenuntergang. Schön, dass wir jetzt 2 Tage hier sein konnten. Wir sind praktisch nur nördlich um Kytnos rum. Motort, nachdem wieder über 30 Knoten Wind angesagt waren, mussten wir im nächsten Hafen 3 Tage bleiben. Hier waren wir jetzt 3 Tage. In Lutra auf Kytnos. Da haben wir einen Abend gegessen. Da ist eine sehr gute Bäckerei. Hier waren 30 Yachten, also 20 ungefähr drinnen und 10 draußen, aber die hatten sehr ungemütlich. Da hinten ist eine warme Quelle. So, wir sind jetzt 3 Tage in Lutra gestanden. Eigentlich hatten wir nur 2 Nächte geplant, weil Melchemy 32 Knoten war.
Aber die dritte Nacht sind die meisten dann auch noch geblieben, weil die Wellen halt auch riesig hoch waren. Und jetzt im Vergleich dazu sind sie eigentlich weg. Und trotzdem schaukeln wir hier ganz schön am Wind. Bei 12 Knoten Wind gegen die Restwelle. Melde mir Restwelle. Ja, Segeln macht Spaß. Wir kommen zwar nicht voran wegen der Wellen. Die bremsen uns aus, aber nur auf dem Bug. Und wir haben es ja nicht eilig, Gott sei Dank. Carlo ist voll cool. Dahin müssen wir. Nachdem wir uns noch eine Angelschnur eingezogen und wieder rausgetaucht hatten, fiel der Anker in der beeindruckenden Bucht unter dem Poseidon-Tempel, an dem Seeleute schon seit tausenden Jahren für eine Reise die Gunst des Meergottes erbaten. Wir danken hier für unsere glückliche Überfahrt. Es folgt der letzte Schlag in den Heimathafen Poros. Nach 24 Tagen und 390 Seemeilen fällt dort der Anker. Wir blieben 2 Tage, machten alles sauber, holten die Segel, Bimini und Sprayhut runter und genossen die Tage in Poros bei sehr gutem Essen. Wir haben gerade ein letztes Mal 2023 abgelegt in Poros. Großer Showdown, wir sind an der Nachbarkette unserer lieben Nachbarn, der Moody 54 DS. Mary und Paul hängen geblieben. War so schwer, dass wir sie mit unserer Ankerwinch nicht hochgekriegt haben. Jetzt hat uns der Finne helfen müssen. Er hat immer meterweise die Ankerkralle nachgesetzt. Dann haben wir es meterweise unsere Ankerkette rausgezogen. Unglaublich. Wir fahren auf unser Winterlager zu. Das ist nochmal spannend. Boot raus und so. Das ist das erste Mal für uns. Das ist jetzt unser Kahn, der uns aus dem Wasser zieht. Oh oh. Schau sie mal drauf. Wir sitzen auf dem Trockenen. Werden hier gerade unsere letzte Fahrt mit dem Bulldozer. Unser erstes Auswassern hat gut geklappt. Und wir fühlten uns dort gleich richtig wohl. Und zügig besprachen wir, was wir uns für die Winterarbeiten wünschen. Wir hatten sogar noch einen richtigen lustigen Abend mit Michael und Daniela und allen anderen Eignern an einem feuchtfröhlichen Karaoke-Abend. Ich bin mit den Videos jetzt auf dem Laufenden. Das ist mein Schutz. Da hängen noch die Fäden weg. Wasserfester Schutz. Heute ist unser letzter Skitag im Zillertal und in 2 Wochen geht's wieder aufs Schiff. Mit 502 Abonnenten auf diesem Kanal bin ich richtig stolz und möchte allen dafür danken. Und ja, ich wünsche uns allen eine gesunde und sichere Segelsaison 2024. Bis dann!